Hallo zusammen, willkommen zu Coffee Talk Folge 13. Ich hoffe mal, es wird für uns keine Unglücksfolge oder so. Und wir starten einfach mal direkt rein zu Silver und Amanda und hoffen, dass sie nicht wieder so einen schnellen Abgang dieses Mal machen müssen, wie sie es letztes Mal machen mussten. Wir haben Silver jetzt was zu trinken gemacht und ihm die Karte gegeben. Und gucken mal, er wollte uns jetzt, glaube ich, von seinen Dates erzählen. Ich bin mal gespannt. Ich denke, es ist an der Zeit, dass ich dir ein wenig darüber erzähle, ja? Ich denke auch. Aber wir wollen auch ein Getränk bestellen. Achso, Amanda möchte noch was trinken, ja klar. Oh, natürlich, tut mir leid. Nur zu Amanda. Was hättest du denn gern? Was macht die? Wir bitten um Entschuldigung, aber die Maschine hat... Achso, hat heute Probleme. Okay, ist unsere Kaffeemaschine, die Probleme macht. Wir sagen dir Bescheid, sobald es wieder funktioniert. Oh no. Seltsam, dass die Fähigkeiten zur Herstellung von Getränken auf der Erde so ausgefeilt sind. Und doch so unzuverlässig. Dies ist ein Land der Widersprüche. Das ist es sicher. Aber mach weiter, Geschwisterchen. Richtig, also. Okay, Silver will erzählen. Hier gibt's, glaube ich, nichts Neues. Nee, sonst würde da wahrscheinlich eine Zahl blinken, ne? Genau, nee, das wissen wir noch. Und die Story... hatten wir auch gelesen. Okay. Dann erzähl mal. Ich habe mich auf eine Männer verlassen, die mir beim Online-Dating hilft. Und das hat wirklich gut funktioniert. Okay. Im Durchschnitt. Es gab auch einige kleine Probleme. Ja, aber weiß ich nicht. Ist immer so, oder? Also. Erdlinge sind seltsam. Online-Dating hat den Ruf, das zu unterstreichen, ja. Einige Erdlinge bekunden ihr Interesse. Aber wenn man Hallo sagt, antworten sie nie. Ach ja, kann ja auch ein Lied von singen, ey. Im wirklichen Leben ist Hallo in 99,845% der Fälle der Einstieg in ein Gespräch. Es scheint, dass online eher humorvolle oder zuchtorientierte Eröffnungen bevorzugt werden. Wenn ein Aufmacher jedoch nur ein Horn ist, wird er als unzulässig betrachtet und wütend zurückgewiesen. Ein Horn? Ja, das ist, wenn dir potenzielle Partner Bilder ihrer Hörner in Großaufnahme schicken. Yeah, Hörner. Nun, machen die Leute das? Oh ja. Ich denke, nach einem Gespräch wäre das in Ordnung. Nach einem Gespräch? Ja, weiß nicht. Wenn wir in Stimmung kommen und sie mich zuerst fragen, würde ich wahrscheinlich ja sagen. Hörner können wirklich schön sein, weißt du? Aber es fühlt sich sehr seltsam an, wenn das das Erste ist, was sie tun. Bevor sie überhaupt ein einziges Wort schreiben, kann ich mir vorstellen. Und manchmal bekunden Erdlinge Interesse, aber nachdem sie einen Witz gelesen haben, der statistisch gesehen in 99,908% der Fälle lustig ist, antworten sie mit einem traurigen Gesicht und blockieren die Kommunikation. Lustig für dich zu 99,908%? Ja. Oh no. Zum Glück gilt beim Online-Dating das Gesetz der großen Zahl. Was Beharrlichkeit begünstigt. Ja, oder einfach gute Auswahl. Also oft sieht man, glaube ich, schon relativ schnell, ob das was werden kann oder nicht. Wir sind geduldig. Amanda hat viel Zeit mit der App verbracht. Und es hat angefangen zu funktionieren. Ich unterhalte mich jetzt mit einigen wirklich netten Leuten. Besonders Pearl. Wir bevorzugen Laurel. Ihre Gesichtszüge sind eher symmetrisch. Aha. Aber Silver scheint den asymmetrischen Erdling zu bevorzugen. Naja, ist doch okay. Es ist nur... Sie scheint ein wirklich guter Mensch zu sein. Sie ist Kommunikationsdirektorin für eine Wohltätigkeitsorganisation, die Obdachlosigkeit bekämpft. Sie kümmert sich sehr um andere. Ich glaube nicht, dass sie im Gegenzug viel Glück hatte. Aber sie ist sehr witzig und neugierig auf alles. Und ihr Lächeln? Bitte hör auf! Wir können spüren, wie deine Hormone kochen. Und sie ist die Person, mit der du vielleicht ein Date bekommst? Das hoffe ich wirklich. Oh cool! Das ist vielleicht eine Nachricht? Habt ihr einen Tag und eine Uhrzeit für euer Date? Nein. Hier geht es um ein anderes Thema. Oh, okay. Bitte entschuldige mich. Nein, warum sieht er jetzt so traurig aus? Er muss schon wieder gehen. Nein.
Why? Okay, Amanda, was machen wir jetzt? Ich nehme also an, dass du deine Zeit auf der Erde genossen hast, Amanda? Oder nicht? Doch, wir haben sie genossen. Aber wir sehen auch die Grenzen. Wie meinst du das? Wir sind ein Schwarm. Ein Schwarm kennt keine Grenzen oder Einschränkungen. Wir teilen unsere Gedanken und Wünsche. Es ist nicht schwer für uns, eine Verbindung herzustellen. Wir werden verbunden geboren. Aber Erdlinge sind wachsam. Sie haben komplexe Gefühle. Und sie haben keine Möglichkeit, wirklich zu wissen, was jemand anderes fühlt. Das macht ihnen Angst vor Verurteilungen, vor Verletzungen. Es muss sehr schwierig und schmerzhaft für sie sein, sich wirklich zu verbinden. Ja, ist halt ein High Risk, sag ich mal, ne? Also, schwierig, ja. Es gibt so viel, was sie zuerst loslassen müssen. Wir könnten nicht so leben. Du hast gesagt, dass Online-Netzwerke wie ein Schwarm sind. Wie ein Schwarm, aber kein richtiger Schwarm. Ein echter Schwarm erfordert Ehrlichkeit und Direktheit. Ebenso wie der Wunsch, andere zu verstehen. Na gut, aber den Wunsch haben, glaube ich, schon einige. Ich verstehe. Du glaubst nicht, dass du dich jemals anpassen könntest, so wie Silver es getan hat? Silver ist anders. Selbst als er ein Teil von uns war, konnten wir spüren, dass er nach außen schaut. Deshalb wurde er ein so erstaunlicher Entdecker. Und deshalb hat er sich die Mühe gemacht, die Codes und Verhaltensweisen der Erdlinge zu lernen. Er wollte nicht nur verstehen, er wollte erleben. Wir sind nicht wie er. Wir wollen wissen, was anders ist als wir selbst. Aber sobald wir dieses Wissen haben, sind wir zufrieden. Ja, sie ist eher die Forscherin, so. Ja, kann ich mich auch sehen bei. Es aufzudecken und zurückzubringen, das macht uns glücklich. Da haben wir es ja wieder. Das ist merkwürdig. Es scheint, als würden wir doch einige Erdlingsinstinkte übernehmen. Es ist gut, dass unsere Datenerfassung hier bald abgeschlossen sein sollte. Und Silver ist auf dem besten Weg, ein Date zu bekommen. Das scheint so. Ah, er ist gar nicht weggegangen. Also nicht komplett. Amanda, wir müssen gehen. Nicht schon wieder! Nein! Erkläre dich! Was? Schon wieder? Dieser Anruf bedeutete schlechte Nachrichten. Der Agent. Ich hab dir doch die Karte gegeben. Zu spät. Versteck dich einfach hinter dem Tresen. Schnell. Ach du Scheiße. Es ist nicht hinter... Ah, ja. Oh Gott. Guten Abend, Agent. Ach, nett der. Nee. Was haben wir eigentlich noch in der Schublade jetzt? Ja, gut, dass wir es weg haben, glaube ich. Ich weiß nicht, was passieren würde, wenn er jetzt hier wäre und wir die noch da hätten. Kann der uns durchsuchen oder so? Wir haben noch das Feuerzeug und das hier. Damit sollten wir fein sein. Ah. Was willst du? Das ist nur ein Gast. Der trinkt hier Kaffee. Wir bitten um Entschuldigung, aber unsere Maschine hat gerade Probleme. Im Moment können wir keine Getränke servieren. Ja, er ist auch nicht für Getränke hier, wie immer. Du weißt genau, dass ich nicht wegen der Getränke hier bin, exakt. Ich möchte aber lieber nicht noch mehr Zivilisten in die Sache verwickeln. Ja, ich glaube auch. Oh, meinst du mich? Tut mir leid, aber kann das nicht bis zu einer anderen Nacht warten? Ich habe mein Getränk noch nicht ausgetrunken und draußen sieht es wieder nach Regen aus. Nun, hier ist etwas, das nicht warten kann. Barista, hast du zufällig einen Ausweis herumliegen sehen? Na, weiß nicht, wovon du redest. Nee, ich glaube nicht. Ah. Ein Ausweis? Nicht, dass ich wüsste, nein. Ich hoffe sehr, dass du die Wahrheit sagst. Na klar, ich würde niemals lügen. Agent, du scheinst immer an mir zu zweifeln. Ist irgendwie lustig, dass wir ihn Agent nehmen, aber ihn dann duzen. Das ist irgendwie sehr strange. Aber du warst ja schon mehrmals hier. Sicherlich solltest du jetzt sehen, dass ich nicht lüge. Nun, du bist furchtbar gut darin, direkte Antworten zu vermeiden und der Verlust eines Ausweises klingt sehr unangenehm. Damals, als ich in einem Lieferzentrum arbeitete,
mussten wir viel Geld für den Ersatz verlorener Ausweise zahlen. Das ist noch nicht einmal der Anfang. Mein Job ist viel weniger verzeihend als ein Lieferzentrum. Es tut mir sehr leid, das zu hören. Was genau ist dein Job? Ja, was denn? Illegale Aliens aufspüren und ausliefern. Das ist der Grund, warum ich überhaupt hierher gekommen bin. Wir bekommen immer wieder Tipps, dass in der Nähe dieses Cafés Außerirdische gesichtet wurden. Aber von wem stammen denn diese Tipps? Wo wir gerade dabei sind. Ist dir etwas Ungewöhnliches aufgefallen, junger Mann? Na, ich denke auch nicht. Nee. Kann ich nicht behaupten. Ich komme nicht so oft hierher. Aber ich hatte immer den Eindruck, dass es ganz normal ist. Ja, alles normal hier. Also ich sehe da auch nichts Verdächtiges. Bist du sicher, dass die Tipps nicht ein Streich sind? Es scheint, dass einige junge Leute diese als Zeitvertreib genießen. Es gibt sehr beliebte Videos von ihnen im Internet. Das... Vielleicht ist es so, aber ich muss das noch genau untersuchen. Sonst wird meinen Vorgesetzten mein Kopf auf einem Tablett serviert. Aber du kannst deine Zeit auch nicht mit einer kalten Spur verschwenden. Sicherlich werden deine Vorgesetzten sehen, dass du dein Bestes gegeben hast. Das bezweifle ich. Okay, also wir kommen über die Spur, dass er nicht zufrieden mit seinem Job ist und dass wir ihn da rausholen oder so anscheinend. Sie sind ein bisschen besessen von der Situation mit den Aliens. Besessen? Ist das wirklich so ein großes Thema? Nun ja, die Anwesenheit solch ungewöhnlicher Elemente stört den öffentlichen Frieden. Der Durchschnittsbürger hat keine Ahnung, was er von ihnen halten soll, weißt du? Die Leute fühlen sich dadurch verunsichert. Ich verstehe. Obwohl die sichtbaren Aliens aus meiner Sicht gar nicht so schlecht sind. Aha, da kommen wir doch langsam wohin. Zumindest können wir sie identifizieren und extrahieren. Aliens, die versuchen, sich als Erdlinge auszugeben, sind ein größeres Problem. Ups. Warum das? Zum einen bringt es die Dinge nur durcheinander. Egal wie sehr sie versuchen, wie Erdlinge auszusehen, sie werden als Aliens geboren und werden auch Aliens bleiben. Aber jetzt sind sie Aliens, die nicht wie Aliens aussehen. Ah, ich weiß nicht, ich mag ihn irgendwie einfach nicht. Ich mag ihn einfach nicht. Was haben wir hier Neues? Hyde, Schatz, ich könnte dir im Nacken sitzen, ohne dass du es merkst. Wie kommst du darauf, dass ich eine Erlaubnis brauche, um dein Gebäude zu betreten? Um ein Gebäude zu betreten. Oh, okay. Warum bedrohst du Leute auf dem Modachi? Okay. Interaktion zwischen den beiden. Er ist also nicht in solch eine Art Vampir. Was bedeutet das und wo hört es auf? Was wäre, wenn ein paar Erdlinge beschließen würden, wie Aliens auszusehen? Das wäre ein riesiges Chaos. Ist es nicht egal? Wäre es das? Wie auch immer, die hohen Tiere bestehen darauf, dass wir sie jagen. Und das macht meine Arbeit am Ende viel schwieriger. All die Zeit, die ich damit verbracht habe, sie aufzuspüren. Ein gutes Alien im Raumanzug ist mir immer lieber, weißt du? Aha. Also mach dir wegen mir keine Sorgen. Wir von Fire finden immer einen Weg, um die Öffentlichkeit zu schützen. Ja, ich verstehe. Wie gehst du also genau vor, um sie aufzuspüren? Das ist ganz einfach. Sobald ich einen Verdacht habe, überprüfe ich ihren Ausweis. Damit ist doch alles klar, oder? Richtig. Ist es das? Ich frage mich allerdings, was es ist. Und es tut mir leid, wenn ich zu neugierig bin. Ich habe die Angewohnheit, ins Fettnäpfchen zu treten. Nein, alles gut. Fragen kostet ja nichts. In diesem Fall, was ist es, das Aliens so anders macht? Hier leben alle möglichen Arten von Leuten. Sie haben alle unterschiedliche Persönlichkeiten und ein unterschiedliches Aussehen. Und ich persönlich, wenn ich durch die Straßen von Seattle gehe und sehe, dass keine zwei Leute gleich sind, ich muss zugeben, dass mich das sehr glücklich macht. Wenn also jemand von weiter her kommt, aber im Herzen ein Erdling ist, würde er sich wirklich mehr von den Leuten unterscheiden, die in dieser Stadt leben? Wären sie anders als die Leute in dieser Stadt? Oder wäre er einfach nur eine andere Version eines Erdlings?
vielleicht nicht weniger schön. Ja, Agent, was sagst du dazu, ha? Huh? Letzten Endes? Wer weiß das schon? Ja, aber warum dann, also, was soll das alles, weißt du? Es ist irgendwie, jetzt sagt er halt, wer weiß das schon, aber gerade hat er lang und breit darüber philosophiert, dass seine Arbeit ist, die loszuwerden, aber so richtige Argumente dafür hat er auch nicht. Es ist nicht so, dass ich meine Zeit damit verbringe, darüber nachzudenken. Ja, das ist aber schlecht. Wenn es dein Job ist, dann solltest du dir schon im Klaren darüber sein, warum du das machst. Schon klar, dass du Chefs hast, die für dich entscheiden, aber du bist immer noch der, der die Sachen dann ausführt und du sollst auch im Großen und Ganzen fein damit sein. Auch wenn man nicht mit jeder Entscheidung der Chefs immer zufrieden ist, das ist, glaube ich, bei keinem so, aber im Großen und Ganzen, wofür die Arbeit steht, sollte ja trotzdem irgendwie... Das sollte schon vereinbar mit einem sein, ne? Weil sonst, warum macht man das? Also klar, um Geld zu verdienen, bla bla, aber also... Okay, Hyde. Kein Grund. Okay. Er bedroht einfach so random Leute. Geil. So mag ich Hyde. Ich habe keine Ahnung, um es mal so auszudrücken. Die Sache ist die, Gesetz ist Gesetz und meine Aufgabe ist es, es einzuhalten. Jein. Richtig, aber trotz allem, was du gesagt hast, ist es mir immer noch unklar, warum das Gesetz so streng gegen Aliens ist. Naja, genau. Ach, naja. Es ist nicht so sehr, dass das Gesetz streng gegen sie ist. Es ist eher so, dass kein Gesetz für sie gibt. Ja, aber das ist ein anderes Problem, oder? Und wenn es ja nicht gegen sie ist, dann gäbe es ja keinen Grund, warum sie die... Also dann sind sie ja erstens auch nicht illegal, oder? Und dann gäbe es ja auch keinen Grund, die wieder wegzuschicken oder so. Wie meinst du das? Wir haben doch Verträge und Kodizes für alle Spezies, die wir kennen, oder? Aber wir haben nie einen Vertrag mit Aliens geschlossen oder etwas, das ihnen ähnelt. Es gibt nicht einmal ein Gesetz, das ihre Existenz anerkennt. Uff, das wusste ich nicht. Aber warum ist das ein Problem? Ganz einfach. Wir haben keine Möglichkeit, ihre Anwesenheit zu regulieren. Es wurde nicht gründlich untersucht, wie sie mit Erdlingen zusammenleben können. Wie ich schon sagte, das ist alles sehr verwirrend. Nach allem, was wir wissen, könnten sie uns sehr schaden. Deshalb ist es sicherer, sie fernzuhalten, zumindest im Moment. Ja, warum nicht vielleicht erstmal irgendwie miteinander reden oder so? Ist eine crazy Idee, aber... Ich werf's mal so in den Raum. Sicherer für wen? Es ist, was es ist. Ich selbst habe keine Angst vor Aliens. Und sie zu verfolgen, ist nicht meine größte Leidenschaft. Aber wenn ich schon diesen Job mache, kann ich auch gleich eine Beförderung anstreben. Oh Gott, ey, was eine Einstellung, ehrlich. Weiß nicht. Wie auch immer. Ruf uns von Fire einfach an, wenn du irgendwelche Aliens siehst, okay? Werde ich ja auf gar keinen Fall machen. Du scheinst ein ehrlicher Mensch zu sein, im Gegensatz zu manchen anderen Leuten. Oh, wenn du wüsstest. Manch andere Leute, die lernen sollten, geradliniger zu sein. Ach, halt die Klappe, ey. Wenn sie wollen, dass ihr Unternehmen im Geschäft bleibt. Uah. Ja, genau. Du sagst es. Das war ich. Ich hab das gesagt. Ich hab geirrt. Ich war das. Wie war das? Ah, nix. Alles gut. Die Kaffeemaschine. Ja, genau, die Kaffeemaschine. Die war's. Nur die Kaffeemaschine. Sie scheint jetzt wieder zu laufen. Das ist eine Erleichterung. Richtig. Und willst du einen Kaffee? Ich denke, ich werde trotzdem eine Hausdurchsuchung durchführen. Scheiße! Okay, aber den Ausweis haben wir nicht mehr. Also er kann nicht mehr viel finden. Außer Amanda halt, das wäre nicht gut. Nur, um auf Nummer sicher zu... Miau! Eine Katze? Ja, die Katze! Was zum Teufel ist das? Ich glaube, du gehst mal lieber schnell. Wenn ich mich nicht irre, ist das eine einheimische Katze. Sie ist schon einmal vorbeigekommen. Sieht es so aus, als würde sie sich vor einem anderen Streuner verstecken? Sie ist sehr niedlich. Gutes Kätzchen. Miau. Ich glaube, sie mag dich. Was ist das für ein Ort? Mit deiner klapprigen Maschine und deinen komischen Haustieren. Sag mal, was ist... Er basht jetzt auch noch mein komplettes Café oder was? Geh doch einfach nach Hause. Niemand will dich hier. Was ist das jetzt?
Und jetzt sieht es so aus, als hätte ich woanders einen Notfall. Ach Mann, das ist aber traurig, dass du jetzt schon gehen musst. Tja, ich schätze, du und dein Kaffee seid erstmal aus dem Schneider. Ach, Junge, ey. Aber sorge dafür, dass ich keinen solchen Berichte mehr über dich bekomme. Wir werden unser Bestes geben, Agent. Ja, Silva, wie wär's? Kannst du dafür sorgen? Ich hab dir da so eine Karte zugesteckt, weißt du? Oh, warum ist er jetzt so traurig? Silva, du zitterst ja. Alles gut. Weiß ich nicht. Sieht nicht so aus. Ich glaube, du kannst jetzt rauskommen, Amanda. Oh Gott, ey. Ah, sind wir denn wieder los, hoffentlich. Ich habe laut gedacht, weil in letzter Zeit viel passiert ist. Also habe ich es so einfach verarbeitet. Tut mir leid, wenn das unsensibel war. Ah, okay. Von Lucas? Ja, Amanda, komm mal wieder raus. Ist wieder safe jetzt anscheinend. Die Katze schläft auf dem Stuhl. Nun, wir fanden diese Erfahrung 100% geschmacklos. Eigentlich, es war zu 40,235% geschmacklos und zu 20,834% beängstigend. Und 38,931% spannend. Hey, das ist so nicht der kleinste Prozentsatz. Ah. Ah. Ich bitte um Entschuldigung, das sind nur die Nerven. Wir bedauern diese Störung sehr. Es ist überhaupt nicht deine Schuld. Aber solltest du hier bleiben? Der Agent könnte zurückkommen. True, das war schon mehrmals jetzt. Nein. Ich habe ihn weggelockt, zumindest für den Moment. Was, du warst es? Ach ja? Obwohl es gut ist, dass die kleine Katze gerade dann reinkam. Dadurch haben wir einige wertvolle Minuten gewonnen. Was für ein Erdling bist du? Miau, ich lebe doch. Wir verstehen. Sprichst du Katze? Wir können die Absicht dieses Erdlings besser als sonst spüren. Er drückt sie deutlich aus. Sehr gut. Sie möchte sich ausruhen und in Ruhe gelassen werden. Verstehe ich? Ich... Uff, ich fühle mich nicht ganz auf der Höhe. Oh. Funktioniert die Maschine wirklich wieder? Ja, wirklich. Dann mach uns ein Getränk und auch einen für Silver. Es sollte das gleiche Getränk für beide sein. Mach es einfach heiß und gemütlich und... Was möchtest du, Geschwisterchen? Ich glaube, ich brauche jetzt etwas Süßes. Heiß, gemütlich und süß. Ich würde wirklich ein heißes, sehr süßes, sehr tröstliches Getränk schätzen. Okay. Sehr süß, sehr tröstlich. Was ist tröstlich? Ist es Schokolade? Mit zweimal Honig. Ist das sehr süß, oder? Kann man zurücksetzen? Von den anderen ist, glaube ich, nichts süß. Nee. Das ist ein ganz kleines bisschen. Die sind ein bisschen süß, aber die sind kalt halt auch. Und das wollen wir eigentlich nicht, oder? Warte mal, Schokolade ist auch kalt. Fuck. Scheiße. Zurücksetzen. Ein heißes, sehr süßes Getränk. Aber also irgendwie fällt mir nichts anderes dazu ein, oder? Sehr süß und tröstlich. Also es muss eigentlich eine Schokolade sein, sonst hätten sie das nicht gesagt, oder? Und es ist ja trotzdem auch eine heiße Schokolade, oder? Also wäre mein Guess jetzt, I don't know. Es ist sehr, sehr süß, kann eigentlich nur darauf hindeuten, dass zweimal Honig drin ist, oder? Oder? Also, oder? Ich serviere das. Keine Ahnung. Bitteschön. Schön wie Süße. Aber das ist egal, wenn es süß ist, was für eins es ist. Könnte auch sein, oder? Das schmeckt unglaublich. Vielen Dank, Sonia. Wow. Das ist wirklich meine Art von Getränk. Es ist sehr
dick, nicht wahr? Die Viskosität scheint bei fast 10.000 CPS zu liegen. Uns gefällt, wie sehr sich dieses Erlebnis von dem Getränk unterscheidet, das du uns neulich serviert hast. Okay, dann eher das. Ich bin trotzdem beeindruckt, Silva. Du bist ziemlich geschickt darin geworden, mit solchen Situationen umzugehen. Auch wenn du sie sicher lieber ganz vermeiden würdest. Ja, ich würde es definitiv vorziehen, sie zu vermeiden. Aber ich muss mich trotzdem an sie gewöhnen. Warum? Der Agent weiß nicht, dass du aus dem Weltall kommst. Solltest du nicht erst einmal aus dem Schneider sein? Es ist viel komplizierter. Oh no, why? So näher, du kennst doch das Café, von dem ich gesagt habe, dass ich es eröffne. Ja, stimmt. Ja. Nun ja. Es ist nicht ganz so wie in diesem Café. Eigentlich ist das gar kein Café. In den letzten Monaten war es die Grundlage für die Arbeit von Gave. Ist das Anti-Fire-Bewegung oder so? Gave? Gave, Gesellschaft für Außerirdische und verschiedene Extraterrestrische. Ja, ja, also im Prinzip. Wow, ich weiß, es klingt sehr rücksichtslos. Nein, das klingt eher bewundernswert. Ich glaube, ich habe dich unterschätzt. Ich weiß nicht. Aber du siehst, warum ich schlau werden musste, wie du gesagt hast. Ich habe jetzt eine Menge Leute, die von mir abhängig sind. Diejenigen, die gerade erst auf der Erde angekommen und verwirrt und verängstigt sind. Diejenigen, die das Aussehen eines Erdlings angenommen haben und versuchen, sich anzupassen. Diejenigen, die hier lernen, das Leben zu verstehen. Und wie sie sich selbst verstehen können. Für sie alle ist es eine existenzielle Angelegenheit. Nicht jeder ist dazu bestimmt, ein Schwarmwissen zu haben. Ich weiß, dass ich es nicht war. Nicht so ungut, Amanda. Wir sind nicht beleidigt. Wir haben immer gewusst, dass du anders bist als wir. Für uns ist das einerlei. Du bist unser Geschwisterchen, egal ob du im Schwarm lebst oder als Erdling. Oh, Amanda. Ich liebe dich wirklich. Ach, guck mal, wie süß die beiden. Was ist Liebe? Das ist kein Gespräch, das ich im Moment führen kann. Ich erkläre es dir morgen, okay? Nachdem wir uns beide ausgeruht haben. Ja, das hört sich an einer guten Idee an. Wir werden dich daran erinnern. Ich weiß, dass du das wirst. Ich glaube, ich werde jetzt ein bisschen müde. Ja, geh mal pennen, ey. Ist es in Ordnung, wenn wir zurückgehen? Klar, klar. Absolut. Auch unsere Energie ist zu 98,429% erschöpft. Silver, können wir etwas tun, um zu helfen? Nein, ich glaube nicht. Danke für das Angebot, wirklich. Aber du hast bei all dem eine andere Rolle zu spielen. Und du hast sie sehr gut gespielt. Oh, welche denn? Du bist sehr freundlich. Nun, in diesem Fall, habt eine gute Nacht, ihr beiden. Und bitte kommt bald wieder. Ja, bitte, ich mag die echt gerne. Ihr seid hier immer willkommen. Wir und viele andere. Das wissen wir und wir sind dankbar dafür. Gute Nacht, Sonea. Ich würde der Katze gute Nacht sagen, aber ich glaube nicht, dass sie meine Wünsche braucht. Ja, die schläft eh schon. Gute Nacht, Sonea. Siehst du, jetzt können wir gute Nacht sagen. Genau! Wir finden es etwas seltsam, dass... Vielleicht sollten wir dieses Gespräch beim Gehen fortsetzen. In Ordnung. Ach, süß, ey. Ehrlich. Ja, und dann im letzten Teil war Neil so die Amanda, ne? Was für eine Nacht. Das kannst du laut sagen. Das kannst du laut sagen. Das ist viel lebhafter, als wir erwartet haben. Und ich nehme an, wir haben jetzt einen neuen vierbeinigen Freund. Ja, kann hier bleiben, solange sie will. Ich frage mich, was du hier machst, Kleines. Hast du kein Zuhause? Entschuldige, ich wollte dich nicht wecken. Miau. Miau. Tja, ich schätze, es ist an der Zeit, dass du mich den Laden schließen lässt. Ja, ist doch schon weg, Mensch. Aber Silva, es ist eine Ehre, mit jemandem wie dir verbunden zu sein. Aha. Was meinte ich denn jetzt mit verbunden? Galaxy Minztee, erlebe den sich verändernden Nebel, während die Zitrone in die Tasse gegossen wird. Magisch und erfrischend. Das sieht mir aus nach dem blauen Tee mit Minze und Zitrone. Den sollten wir mal ausprobieren. Wir sind mit dem verbunden, reden wir deshalb immer in wir?
Also, sind wir mit dem ein Schwarm, ein kleiner Schwarm oder so? Oder war das eine Anspielung darauf, dass wir vielleicht von dem abstammen oder so? I don't know. 26. September 2023, Dienstag. Gut, dann gucken wir uns noch die Zeitung an, wie immer. Erstes Behandlungszentrum für Workaholics wird 2024 eröffnet. Kein Telefon, kein Laptop, nur Ruhe. Strandbesucher berichten, dass am Alki Beach Silberalgen blühen. Und jüngste Sicherheitsumgehungen eindämmen. Regierung will Websites von Datenhackern sperren. Okay, heute wieder Unwetter. Ich sehe schon. Ordentlich Gewitter. Ich hoffe, es regnet nicht mehr so krass dolle. Ah, guck mal, hier Amanda und Silver haben wir voll. Steht natürlich nichts drin, so sind wir es gewohnt. Heutiger Lieferschluss, 15 Uhr, keine Nachtschicht von Riona. Mache heute etwas wirklich Wichtiges im Studio, wünsche dieser Rachel viel Glück. Machen wir. Heute den ganzen Tag am Rotieren, nicht vergessen, Wasser zu trinken. Ja, und auch am Wochenende jetzt. Also ich glaube, die Folge kommt erst nach dem Wochenende. Die müsste für Montag sein, aber ich hoffe, dann ihr habt am Wochenende viel getrunken, weil es soll mega heiß werden. Ich glaube, bis über 35 Grad, also es ist echt krass heiß. Trinkt viel, geht nicht so doll in die Sonne. Macht einen ruhigen. Aqua, ein Salzwasserfisch als Haustier zu haben, ist so schwer, besonders wenn man in einer Stadt wie Seattle lebt. Aber es ist schön, jemanden zu haben, der von einem abhängig ist, wisst ihr? Jein. Hat Vor-, aber auch Nachteile. Glaubt ihr, dass VR bald wirklich durchstartet? Mir persönlich wird dabei schlecht, aber vielleicht liegt das nur an mir. Ich weiß nicht genau. Ich war im Mai im Urlaub und da waren wir im Phantasialand. Die haben so eine Achterbahn, wo man dabei eine VR-Brille aufsetzen kann. Ich muss sagen, ich hatte davor noch nie eine VR-Brille auf. Also ich habe keine Ahnung, wie ich auf VR-Brillen im Normalen reagiere. Aber Achterbahn vertrage ich normalerweise ganz gut. Aber mir ist auf dieser Fahrt so fucking schlecht geworden. Mir war so krass übel, dass ich glaube, in der Hälfte der Fahrt oder so musste ich die Augen zumachen, weil ich glaube, ich hätte, mir ist so schlecht gewesen, ich konnte nicht mehr. Und du kannst ja halt, wenn du nur mal mitten in der Achterbahnfahrt bist, bleibt dir nicht viel, ne? Musst du halt warten, bis es fertig ist. Ich meine, die war auch nicht so krass, ne? Also ich glaube nicht, dass die Achterbahn das Problem war, aber mir ist echt so schlecht geworden da drin. Aber vielleicht lag es einfach an der Kombi halt, ne? Aber das ist auf jeden Fall nichts für mich gewesen, auch wenn es an sich sehr cool gemacht war. Ja, ich hätte eigentlich gedacht, dass VR schneller durchstartet, aber ich glaube, das denkt man immer. Aber es gibt aktuell zum Beispiel auch noch nicht so viele Spiele, wo ich jetzt sagen würde, okay, dafür lohnt es sich wirklich, mir eine VR-Brille zu kaufen. Ich glaube, mit das Beste wäre, glaube ich, Half-Life Alyx gewesen oder sowas. Von Baileys, also ist sie eine 100. Oh, das war bestimmt die Antwort auf Lua. Sie ist eine 10, aber kurz davor, einen Freiberufler-Elfen zu heiraten. Okay. Interessante Stories. Ja, okay. Dann schauen wir uns den nächsten Tag dann in der nächsten Folge an, wie, ja, wie immer oder wie oft. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ja, trinkt genug, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.